Ja, hallo, meine Werbung-Einschalter und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder zu einem ganz besonderen Testvideo. Ja, ich werde hier nämlich jetzt nicht gleich live etwas geschmacklich für euch testen, sondern ich stelle euch jetzt einfach mal neue Produkte bzw. neue Süßigkeiten vor, die uns dieses Jahr noch erwarten. Ja, Leute, wir haben ja jetzt Mitte, Ende April und ja, es dauert nicht mehr lange. Zack, haben wir schon wieder Weihnachten und der Markt boomt, es gibt wieder neue Produkte. Und wir fangen einfach mal an mit dem Pickup Strawberry Cheesecake, Leute. Ja, wie geil ist das denn? Es wird einen neuen Pickup geben. Letztes Jahr hatten wir ja die Sommer Editions Summer Orange und Wildberry. Jetzt einmal mit Strawberry Cheesecake. Also ich glaube, es könnte sehr, sehr fruchtig und sehr, sehr süß werden. Es ist auch wieder eine weiße Schokolade zwischen diesen Kekswaffeln. Weiße Schokolade ist ja immer sowieso am allerbesten. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja, dann ab September soll es auch eine neue Sorte von den M&M's geben. Ja, und zwar gibt es da die Sorte M&M's Brownies. Diese kleinen Schokolinsen sollen gefüllt sein mit einer Brownie-Füllung. Also ich denke mal, sie sind nicht wirklich crunchig, sondern weich von innen, wie es auch bei den Brownies so ist. Und das könnte wirklich sehr, sehr schokoladig werden, Leute. So, was haben wir noch? Genau, die Dickmanns. Ihr kennt ja alle, ja, die Schaumküsse, Negerküsse, sagt man ja so nicht mehr. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ich sag immer, ja, Schaumküsse, Dickmanns, die esse ich eigentlich nicht so gerne, ja. Also ich bin nicht so dieser Schaumkussfreund. Aber es wird eine neue Sorte geben mit Lemon Cheesecake Geschmack, Leute. Wie geil ist das denn, ja? Zitrone, Käsekuchen, geht ja immer. Ich bin ein totaler Fan von Käsekuchen. Nicht nur von Käsekuchen allein, sondern auch von dem Geschmack. Und ja, Lemon Cheesecake in ein Dickmann, auch wieder umhüllt mit einer weißen Fettglasur, denke ich, beziehungsweise weiße Schokolade. Leute, das könnte richtig, richtig geil werden. So, dann gibt es auch bald die neuen Ahoi Brausewaffeln. Habe ich persönlich so noch nie probiert, auch noch nie gesehen. Es gibt sie in den Sorten Himbeere und Waldmeister. Ich bin persönlich ja ein wahnsinnig großer Waldmeister-Fan. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall testen, wenn ich sie für euch finde. So, dann haben wir auch noch eine neue Sorte von den Lachgummis. Ja, Lachgummis schmecken ja eigentlich immer gleich. Ich bin ein totaler Fan von den Lachgummis-Softies, von den roten Früchten oder von den normalen, diese gefüllten. Die schmecken immer noch ein bisschen anders und noch mal ein bisschen fruchtiger wegen dem Fruchtsaft als die normalen Lachgummis. Lachgummis so selber gibt es ja in vielen verschiedenen Formen. Letztendlich haben sie aber immer den gleichen Geschmack. Ich weiß jetzt nicht, ob neue Geschmacksrichtungen dabei sind, aber es gibt die neue Sorte Fun Fairy, ja, oder Fun Fari. Auf jeden Fall irgendwas mit Tieren. Also eine neue Lachgummisorte beziehungsweise ein neues Design von den Lachgummis, neue Figuren. Das ist doch auch immer sehr interessant und da bin ich auch schon mal ja, richtig gespannt. So, dann auch im September erst gibt es eine neue Sorte von den Toffifees. Ich weiß nicht, ob sie limitiert ist. Ich denke schon, ihr kennt alle die Toffifees. Diese Pralinen mit ja, mit Nuss-Nougat, mit der Toffee-Füllung und mit der Haselnuss innen drin. Diesmal gibt es die Toffifees mit Double Chocolate, Leute. Ja, das heißt nichts mit Nougat. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr toll. Also ich persönlich mag Toffifee eigentlich sehr gerne. Aber sie haben diesmal eine doppelte Kakaocreme-Füllung. Das Nougat wurde komplett weggelassen. Und ich bin schon mal wahnsinnig gespannt. Ebenso wird es auch eine neue Edition von dem Knoppers Nussriegel geben. Ich persönlich esse ja am allerliebsten den mit Kokos, ja, den Kokosriegel. Den Nussriegel mag ich nicht so gerne, aber ich werde die neue Sorte für euch testen und zwar in dunkler Schokolade, Leute. Ja, es wird im Oktober den Knoppers Nussriegel geben in der Dark Edition. Was für Zartbitterschokoladen, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Es könnte geil werden.
Ja, kommen wir mal zu Lindt. Genau, es wird neue Lindt-Schokoladen geben. Ich bin jetzt mal in dem Bereich Lindt Hello. Da gibt es im Sommer die neue Sorte Banana Split, ja, und Joghurt Himbeere Crunchy. Ja, also wir hatten ja schon mal diese weiße Joghurt Himbeere, die fand ich sehr, sehr lecker. Jetzt mal Joghurt Himbeere Crunchy und Banana Split. Das könnte auch sehr interessant werden. Wo ich mich aber am meisten drauf freue, sind die weißen Lindt-Hello-Tafeln. Ja, Lindt-Hello haut weiße Schokoladen raus, Leute. Und zwar in der Sorte Strawberry Cheesecake. Ja, Erdbeerkäsekuchen. Dann haben wir noch einmal Crunchy Nougat. Das ist jetzt nicht so was für mich, wegen der Nougat-Füllung. Ich bin ja nicht so der Nuss-Nougat-Freund. Aber Nougat in weißer Lindt-Hello-Schokolade. Und das Allerbeste in weißer Schokolade von Lindt-Hello, Salted Caramel. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Es gibt ja schon Lindt-Hello Salted Caramel. Jetzt gibt es im Sommer das Ganze auch in weißer Schokolade. Drei neue Sorten. Und Leute, ich freue mich drauf. Ja, nochmal eine neue Fruchtgummisorte. Da haben wir die Hitchis. Die kennt ihr vielleicht alle. Ich glaube, die heißen Drachenkrallen. Da gibt es auch eine neue Sorte von mit Johannisbeer und Vanille. Oder Vanille. Das könnte auch sehr, sehr lecker werden. Sehr sauer. Sie sind auch vegetarisch. Und Leute, ich freue mich drauf. Ja, so viele neue Süßigkeiten. Es geht auch schon in die Richtung Weihnachten. Da möchte ich euch auch noch ein paar Sachen verraten. Und zwar kennt ihr ja alle die Chocolate Chips Spekulatius, die es eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten gibt, beziehungsweise gab es sie die letzten 2 Jahre zu Weihnachten. Jetzt wird diese Sorte durch die Limited Edition mit Lebkuchengeschmack ersetzt. Ja, also Chocolate Chips mit Lebkuchengeschmack. Ich bin persönlich jetzt nicht so der Lebkuchenfreund, aber ich mag Chocolate Chips und Schokocrossis ganz gerne. Deswegen werden die natürlich auch für euch getestet. Ja, dann kennt ihr wahrscheinlich auch alle diese Kinder-Mini-Eggs. Ja, die gibt es ja zu Ostern und zu Weihnachten. Zu Weihnachten jetzt mal eine neue Sorte mit der Kakaocreme-Füllung. Ja, die Kinder-Mini-Eggs, das waren ja Kinderschokoladeneier mit Milchcreme-Füllung, wie man es auch kennt von dem Kinderriegel. Diesmal sind sie mit einer Kakaocreme gefüllt und das könnte doch auch wirklich sehr, sehr interessant werden. Und wenn wir denn gleich bei Weihnachten sind, es gibt einen neuen Weihnachtsmann von Ferrero. Ja, Ferrero haut einen neuen Weihnachtsmann raus, beziehungsweise Ferrero Küsschen im Brownie-Style. Ja, also ein Ferrero Küsschen Weihnachtsmann mit Brownie-Geschmack. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, was das werden soll. Und werde ich natürlich auch für euch testen, Leute. Weihnachtssüßigkeiten sind ja immer so im August schon da. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht findet ihr auch einige Sachen davon ganz interessant. Schreibt gerne in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure Vorlieben. Und wir sehen uns, Leute. Ciao!